Studieren im Ausland. Das ist Paul. Paul ist 21 Jahre alt und studiert im zweiten Semester Mechatronik an der Hochschule Darmstadt. Auf dem Campus trifft Paul seine Kommilitonin Sarah, die gerade von ihrem Auslandssemester in Spanien zurückgekommen ist. Sarah berichtet Paul über all die neuen Freunde, Eindrücke und Erfahrungen, die sie während ihres Auslandssemesters gewonnen hat. Nun hat Paul auch Interesse an einem Studium im Ausland. Aber wie geht das überhaupt? Als erstes solltest du dir überlegen, welche Länder für dich in Frage kommen. Möchtest du innerhalb der EU studieren oder außerhalb? Die Hochschule Darmstadt hat über 140 Partnerhochschulen in über 50 Ländern weltweit zur Auswahl. Eine interaktive Weltkarte mit einer Liste der möglichen Partnerhochschulen findest du auf der Webseite des International Office. Nachdem du dir erste Gedanken über passende Länder und Partnerhochschulen gemacht hast, informierst du dich über deine fachspezifischen Möglichkeiten beim zuständigen Auslandsbeauftragten in deinem Fachbereich. Darüber hinaus solltest du dich frühzeitig über die vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten sowie um sonstige organisatorische Belange im International Office beraten lassen. Hast du dich für eine Partnerhochschule entschieden, registrierst du dich intern auf der Webseite des International Office bei MOVE Online. Dort findest du ein Bewerbungsformular, welches du für die interne Nominierung ausfüllst, online abschickst und ausdruckst. Danach stimmst du deine finale Wahl mit dem Auslandsbeauftragten ab und lässt dir das ausgedruckte Nominierungsformular unterzeichnen. Anschließend reichst du das unterschriebene Formular innerhalb der internen Bewerbungsfrist im International Office ein und wartest auf die Bestätigungs-E-Mail. War die Nominierung erfolgreich, enthält die E-Mail neben einer Bestätigung auch Informationen zu dem weiteren Bewerbungsprozess an deiner Wunschhochschule. Nun ist es an der Zeit, dir genauer zu überlegen, welche Kurse du während deines Studiums im Ausland belegen möchtest. Diese Kurse besprichst du anschließend mit deinem Fachbereich und lässt sie dir abzeichnen. Damit schließt du zwischen dir und der Hochschule Darmstadt ein Learning Agreement ab, welches dir ermöglicht, deine im Ausland erbrachten Leistungen für dein Studium in Deutschland anerkennen zu lassen. Nachdem du die weiteren Bewerbungsunterlagen fertiggestellt und bei deiner Partnerhochschule fristgemäß eingereicht hast, wartest du jetzt noch auf die finale Zusage in Form eines Acceptance Letters. Dieser wird dir in der Regel innerhalb einiger Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist von der Partnerhochschule zugeschickt. Falls notwendig, solltest du dich jetzt noch um Dinge kümmern wie Visum, Krankenversicherung, An- und Abreise sowie um eine Wohnung oder ein WG-Zimmer. Und schon kann dein eigenes kleines Abenteuer beginnen. Sind noch Fragen offen? Dann komm uns einfach während der Sprechstunden im International Office besuchen. Die aktuellen Sprechzeiten findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns schon auf dich!